Und damit herzlich willkommen zurück zu Lego Jurassic Park. Wir haben mittlerweile 24 Grad. Das sind 46% Kapazität im gerade ausgenutzt oder benutzt oder keine Ahnung. Die nächste Show ist schon wieder. Trifft Mr. Dennis? Merkwürdig. Egal, wir haben 19.45 Uhr, den 15.06. Die Fähre kommt in 8 Minuten, aber so lange müsst ihr zum Glück nicht warten. Oh, du hast jetzt nicht wirklich das gemacht, was ich denke, dass du getan hast, dass du es jedes Mal wieder machst. Oh, ist das eine Schrottkiste. Gott, das ist irgendwie bescheuert programmiert. Sorry, muss ich mich jetzt mal kurz ein bisschen drüber auflesen. Wir haben 6,5% mittlerweile geschafft. Und wir gehen wieder in den Park hinein. Und kriegen hoffentlich wieder sehr, sehr informative Infos. Ein ausgewachsener Ankylosaurus wiegt zwischen 5 und 6 Tonnen und hat einen niedrigen Körperschwerpunkt. Ja, meine Kinder. Gut, an der Stelle hatten wir uns ja das letzte Mal verabschiedet. Wir haben Timmy freigeschaltet. Er kann anscheinend einen Body Slam. Yeah, oder? Sieht zumindest so aus. Nee, er kann zutreten. Super. Aber Timmy ist klein. Das heißt, er kann in Gehege oder in Bereiche, wo andere nicht hin können. Teile Bereiche, wo man klein sein muss. Moment mal. Beim letzten Mal ging das ja nicht, weil die da oben irgendwie rumgezuppelt sind und... Das ist echt nicht wahr, oder? Aber... Ich muss das jetzt erstmal testen. Ich finde das klasse, wie es hier immer noch nicht regnet und wir trotzdem den Regensound haben. Könnte nicht mal die Sonne wieder steigen, aufsteigen? Das finde ich sehr schön. Nein, geht natürlich nicht, weil passend zum Film, da hat es dreiviertel der Zeit geregnet, gefühlt. So, wir kaufen uns das Jurassic Tour Fahrzeug und spawnen uns das. Fahren es und durch das Jurassic Park... Hallo? Du müsstest eigentlich auf der Schiene hier fahren. Warum fährst du nicht auf der Schiene? Das ist uncool. Gott, ist das langsam. Aha, der Jurassic Park ist offen. Yeah, baby. Nein, doch nicht. Ich finde das doof, dass ich mit den Charakteren nicht da rein kann. Das find... Moment. Taste 2. Aha, ein goldener Stein gefunden. Was ist das? Oh mein Gott. Ein Stargate. Kann ich auf der anderen Seite auch? Nee, kann ich nicht. Schade. Okay, wir müssen warten, bis hier irgendwie mal das Tor reparieren. Solange sind wir mit Ellen und den Kindern unterwegs. Und da wir ein Auto haben... Ich sagte, da wir ein Auto haben... Da wir kein Auto mehr haben... Da wir ein... Dein Ernst, Spiel? Dein Ernst? Kann ich es nochmal zusammenbauen? Nein. Okay. Wir haben einen Eiswagen rausgemacht. What the fuck? Okay, gut. Wir sind hier in dem Gehege. Anscheinend gefangen. Wir bräuchten dich. Weil du bist der Einzige, der klein genug ist, um da durchzupassen. Tja. Scheiße für dich, wa? Jetzt hast du die ganze Zeit die Scheißjobs und musst hier unten drunter her. Und den anderen den Weg bereiten. Ja, na klar. Wir bauen eine ganze Brücke zusammen. Warum auch nicht? Okay. Gut. Da gibt's was zum Graben. Graben, graben, graben. Und was basteln wir uns jetzt wieder Merkwürdiges zusammen? Aha. Warum sind wir nicht einen normalen Weg gegangen? Ach so, weil da ein Vorsprung ist. Ich hoffe, die anderen können das auch. Moment. Ich sehe da schon wieder was, was sich lohnt abzuschießen. Ah, Timmy kann das doch bestimmt nicht. Kein Eins von irgendwas? Schade. Okay, er hat sich nicht wirklich gelohnt. Das hat sich eher weniger gelohnt. Das ist der Hauptweg, den wir folgen sollen. Also gucken wir erstmal hier hinten. Das sieht ja schon wieder verdächtig aus. Verdächtig für Blaustutz. Okay. Wow, wow, wow. Da hinten brennt... Seht ihr das? Da hinten ist auf jeden Fall irgendwas, was sehr interessant aussieht. Ah! Können wir auch sehen, in welchem Gehege wir sind?
Nee, heranzoomen würde ich ganz gerne. Achso, näher ran geht nicht. Okay, da sollen wir hin. Also wir... Da! T-Rex-Gehege. Das ist das, was ich in der letzten Folge noch besprochen hatte. Das heißt, sie müssen hier irgendwo... Nee, das geht ja aber auch nicht. Also das hier ist das... Warte mal, von wo aus... Ja, von hier aus ist die Tour gestartet. Das hier ist das, Triceratops-Gehege. Und hier ist das vom T-Rex, das Gehege. Und, hier hat es diesen Abfall... Ne, diesen Abfall nach unten. Und im Film erst Ebene und dann mit einmal BUM! Oh, jetzt ist... Nö, jetzt haben wir alle das gesamte Gelände tiefer gelegt. Ne, das müsste dann hier an der Stelle gewesen sein. Ach so, jetzt verstehe ich den Sinn dahinter. Der kann auch von hier dann außen rum da hoch. Aha! Warum baut man sowas? So eine Karte hätten sie mal früher in Jurassic Park haben sollen. Boah, das Gehege von ihm ist aber riesig, wenn man sich das mal so anguckt. Also er hat echt guten Freiraum. Und an drei Stellen hätte man ihn sehen können. Aber, nee. Ja, selbst wenn man dann hier rumgefahren ist, man hätte ihn überall sehen können. Alleine nur das ganze Ding hier, wo ich eben gerade drüber fahre. Das ist alles nur für den T-Rex. Krasser Scheiß. Moment, was ist denn hier? Oh, das heißt, sie hätten ja insgesamt auf der Tour, rein theoretisch, hätten sie nur drei Dinos zeigen können. So von den Gehegen her. Ha. Sehr, sehr merkwürdig. Okay, wie kam ich nochmal raus? So, so kam ich nochmal raus. Sehr, sehr merkwürdig und sehr, sehr suspekt. Ich hole mir auf jeden Fall die Leiter jetzt da runter. Hallo? Leiter? Okay, ich brauche irgendeinen anderen Charakter oder irgendeinen Charakter, der was anderes kann als sie. Also einen Ball schmeißen. Können wir da hoch? Oh. Was? Sind das Lagerfeuer? Was soll das sein? Was ist da? Hä? Aha. Da hinten ist ein goldener Stein. Also, ich will... Ha. Okay. Wir haben Pfeil. Wo ist das Lagerfeuer hin? Jetzt ist es da. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es da. Jetzt ist es weg. Lol. Ich spiele doch hier keine Vorabversion. Oh, da hat jemand ein Problem. Ich bin gefangen. Ja. Dem Himmel sei Dank. Ich stecke Ach, das Bernstein. Bernstein fest. Wie in einem Traum. Obwohl ich mir nichts mehr wünsche, als für immer bei diesem Bernstein zu bleiben, muss ich fragen, könnt ihr mich aus seiner Umarmung befreien? Während ich auf die bittere Erlösung warte, werde ich in seine güldenen Tiefen blicken. Warum redest du so hoch? So, als ob du adelig wärst. Das tut doch nie Not. Hier brauchen wir auch... Hier brauchen wir den T-Rex. Okay. So, was ist das Blaue da? Ah, hier kann ich mir einen neuen Dinosaurier basteln. Nee. Hier könnte ich mir einen neuen Dinosaurier basteln, hätte ich 10 goldene Steine. Das heißt, wir setzen die goldenen Steine ein, um unsere Dinos zu spawnen an bestimmten Stellen, wo wir sie anscheinend gebrauchen können. Gut. Ja, ich denke mal, den Bernstein werden wir auch nicht zerstört bekommen. Dafür brauchen wir auch wieder einen speziellen Dino. Yep. Okay. So. Ich lasse jetzt auch absichtlich ein bisschen was hier neben... Okay. Ein bisschen was hier liegen, weil wir hier so oder so nochmal hin müssen. Und deswegen finde ich es eben gerade schwachsinnig, alles umzuwemsen. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Du holst bitte keine tiefe Luft. Danke. Da habe ich uns gerade nochmal gerettet von einer Schreiorgie. Ah, ah, ah. Wie kommen wir denn da hoch? Ach so, ich sehe schon. Ach Gott, warum bist du nur noch hier hinten? Warum bist du denn noch am Arsch dann? Ja. Charaktere, die nicht weit springen können. So, was gibt es hier zum Ausgraben, bitte? Wieder ein Trampolin, okay.
Nee, eine Leiter. Eine Dino-Skelett-Leiter. Irgendwie fehlt mir gerade ein bisschen die Musik. So, gibt's hier unten noch was? Ach, okay, du hast Angst vor Dunkelheit. Hast du Angst vor Dunkelheit? Du hast auch Angst vor Dunkelheit. Und du hast auch Angst. Wie geil ist er bitte? What the fuck? Wo hast du ein Nachtsichtgerät her? Wie mega cool. Timmy, ich mag dich eben gerade. Du hast gottverdammtes Nachtsichtgerät. Oh, was freue ich mich auf die Szene, wenn wir mit ihm... oh ja, ich freue mich da auf eine sehr, sehr, sehr gewisse Szene. Jeder, der den Film gesehen hat, weiß, auf welche Szene ich mich mit ihm freue. So, dann schnetzeln wir uns mal hier durch den Dschungel. Moment, was ist das da für ein Zeichen? Ah! Willst du etwas Neues? Sieh da unten nach. Nur wenig fleischfressende Dinosaurier würden versuchen, einen ausgewachsenen Ankylosaurus anzugreifen, denn dafür müsste dieser zunächst auf den Rücken gedreht werden. Ha. Huh. Das Besucherzentrum liegt 1,5 Kilometer hinter diesem Hügel. Halt. Durch. Wow, wow, wow. Sind das Fleischfresser? Fleischosaurier? Information präzise Richtungswechsel wie ein Vogelschwarm auf der Flucht vor einem Raubvogel. Und sie kommt präzise auf uns zu. Oh mein Gott, wir dürfen schon wieder wegrennen. Oh, wir sind andauernd am Wegrennen. Ah, yes. Warte mal, ich wechsle mal auf sie, sie kann höher springen. Yeah. Okay. Wir müssen auch die ganzen Blumen und so mitnehmen. Das gibt alles Schluss. Nein! Yeah, Minikit. Nice one. Oh, die Schilder hätte ich auch umrennen müssen. Ja, toll. Woher soll man denn sowas bitte vorher wissen? Nein, schon wieder. Mann! Wo tauchen neue Schutz auf? Oh, ja. Mhm. Ja, da muss man ja ganz genau wissen, wo die Schilder sind. Gut, das müssen wir uns dann für später merken. Für den 100%-Run. Und da wäre das dritte Schild gewesen. Super, Stefan, super. Hast du ja wieder Ruf, doch. Mein Gott, wie ein Boss. Ich habe die Szene im Film geliebt. Ich fand die episch. Timmy, wir müssen hier weg. Oh nee, haben sie die Szene eingebaut? Ich gehe den Strom wieder anstellen. Das ist kein Spaziergang. Mit dem Baby schaffst du es. Lese den Plan und gebe ihnen Anweisungen per Funk. Kommen Sie, gehen wir. So rum ist richtig rum. Danke, Malcolm. Würstchen! Die Würstchen des Todes! Kommen Sie hier lang. Sie müssen durch das Raptoren. Was? Mr. Arnold? Hey, das ist aber jetzt abgeändert. Mr. Arnold! Die haben das geändert! Mr. Arnold! John, ich bin drin! Also eigentlich ist das anders! Das finde ich jetzt uncool. Magst du es nicht über den Laptop machen, Mausi? Das wäre sehr nett. Ja. Die haben die Szene abgeändert. Nach ungefähr 8 bis 10 Metern kommen sie zu einer T-Kreuzung. Sie soll dem Hauptkabel folgen. Ich weiß, wie man einen Plan liest. Okay, T-Kreuzung habe ich gefunden. Ich weiß aber leider nicht, wie ich einen Plan folge. Deswegen hole ich mir direkt erstmal einen Bernstein aus Kacke. Die haben die Szene geändert. Sie haben sie kinderfreundlicher gemacht. Sagen wir es mal so. Oh Gott. Vielleicht auch nicht ganz so kinderfreundlich. Okay, kann er da was machen? Nein, auch nicht. Okay, gut. Dafür brauchen wir noch einen ganz anderen Charakter.
Hallo, Mr. Arnold? Haben Sie mal eine helfende Hand? Ich weiß, der war schlecht. Wow. Eine Sackgasse. Das wird dem gerade irgendwie leicht Horror. Die Atmosphäre ist gigantisch. Warten Sie, Hier, geh mal schnuppern. Die Brille. Und wir finden einen Schlüssel. Yeah! Das war ja einfach. Gucken Sie mal nach oben. Da müsste ein großes Kabel und ein Röhrenbündel sein. Folgen Sie denen. Ja. Ich folge den Röhren. Folge ich. Ich weiß ganz genau von... Ach, hier brauchen wir Timmy. Oder? Ja. Nee. Ach, hier brauchen wir jemanden, der Strom machen kann. Eine Ratte! Tötet sie! Ah, Ratte! Ups. Das war sogar so fast geplant. Moment. Ach so. Damit es auch alle da drauf schaffen, ja? Weil man ja nicht drauf springen kann. Wir lassen lieber mal ihn vorgehen, das ist sinnvoller. Gut, hier bräuchten wir aber Timmy. So, das schießen wir auch runter. Ich will der wahren Überlebende zumindest wieder werden. Ah, okay. Wir müssen abwarten, bis ihr soweit seid, mich durchlassen zu können. Ja, ja, okay. Achso, hier brauchen wir sie. Ach. Und wer hat es noch nicht darüber geschafft? Ich finde das mit dem Beleuchtungseffekt noch mega geil gemacht, muss ich sagen. Achso, wir können durch, okay. Das ist der Hammer. Was hat uns das jetzt gebracht? Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Außer, dass das Ding da jetzt dauerhaft geht. Ach so, sie muss hängen bleiben. Bleib doch bitte hängen. Lass sie mal hängen. Ich gehe mal durch und schalte mal hier die Röhren aus. So. Ist auch gleich viel angenehmer auf den Ohren. Aber die Dinger kann ich trotzdem nicht kaputt machen. Also, direkt vor Ihnen ist eine Metalltreppe. Die gehen Sie runter. Also im Film ist sie eigentlich alleine hier drin. Das ist eine mega... Wow. Man achte bitte einmal da drauf, dann da drauf und dann da drauf. Ups. Habe ich dich betäubt? Hallo, ich habe Betäubungspfeile. Warum bist du jetzt nicht betäubt? Oh, oh. Er müsste eigentlich betäubt sein. Warum ist er nicht offiziell betäubt? Okay. Hier, fass mal rein. Hol uns mal was Leckeres raus. Hamburger oder so. Oder ein Schnitzel. Oder einfach gar nichts. Ist auch eine Möglichkeit. Haha, was haben wir hier? Achso, hier kann man einen Durchgang für Timmy machen. Den wir ja leider nicht hier dabei haben. Das ist ärgerlich. Wir gehen weiterhin mit Info raus. Da fühle ich mich etwas sicherer mit. Weil wir mindestens einen Raptorenangriff abwehren müssen. So wie ich das gesehen habe. So, was haben wir da? Nur ein paar Stutze, okay. Ich sehe den Kasten. Da steht Hochspannung drauf. Schön. Weißt du, was ich nicht sehe? Die Raptoren. Bevor ich die nicht sehe, gehen wir nicht weiter. Wir brauchen die Raptoren. Die sind hier bestimmt irgendwo um die Ecke.
Okay, da ist nichts. Gut, dann häng dich mal ran. Wuhu! Aber jetzt kommt gleich die beste Szene im Film. Jetzt kommt gleich die beste Szene im Film, die jeder gefeiert hat. Also wenn die nicht gefeiert hat, der lügt. Der lügt einfach nur. Let's go. Ellie, Sie können den Hauptschalter nicht per Hand umlegen. Sie müssen den Hebel mehrmals auf- und abbewegen, damit es funktioniert. Okay, mach mal. Einen nach dem anderen. Okay, dann versuche ich's jetzt. Okay, das müsste ausreichen. Mr. Hammond, ich glaube, der Laden läuft wieder. Eigentlich hätten sie auch nur seine Hand nehmen können. Habe ich das falsch im Kopf gehabt? Sind die doch zu zweit unten? Nein, sie war alleine da unten. Wir können es schaffen, wenn wir rennen. Nein, das schaffen wir nicht. Warum nicht? Weil wir bereits gejagt werden. Okay, dann gehen wir ganz vorsichtig. Ach, scheiß drauf. Okay, wir gehen doch nicht, wir gehen doch ganz vorsichtig. Habe ich das jetzt falsch im Kopf? Ich meine, sie wäre da alleine drinne gewesen. Oder war die wirklich da zu zweit drinne? Ich sollte den Film vielleicht auch nochmal gucken, bevor ich hier weiter... Ah, ich habe da was gesehen. Hab da ganz genau was gesehen, da hinten. Die Szene haben sie mega geil umgesetzt. Achso, wir können hier einfach rüber. Ah, 1 von 4. Cool. Schön. Schön, 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 schön. Wir müssen irgendwo die Möglichkeit finden, zu graben. Also eine Blume wachsen zu lassen. Damit uns Ellie hier den Weg weiter ebnet. Haha, los. Bewässere. Okay, der Chat verrät mir eben gerade, dass sie zu zweit drin waren. Gut. Also bin ich doch nicht bekloppt in der Bahn. Alleine drin war, aber für Lego wurde es geändert in 2. Was ja auch logisch ist, weil man halt eben eigentlich alles zu zweit spielen soll, können, tun. Wir holen ihm mal nach. Er hat das Gewehr. Er kann sich gegen die Dinos verteidigen. Sie nicht. So, da ist Nummer 2. Oh ja, wir werden sowas von gejagt. Ich glaube, hier werde ich auch nicht der wahre Überlebende diesmal. So wie das aussieht. Oh, scheiße. Im Gebüsch, direkt vor uns. Keine Angst. Hinten ist auf jeden Fall ein Triceratops. Okay. Wow! Taste 4! Was ist denn da? Ach, das ist Taste 4. Taste 2 ist das. Oh, ist das ätzend. Wenn man das erst rausfinden muss. Quicktime-Event. Okay. Wir haben ihn verjagt. Zumindest einen. Von einem ganzen Rudel. Ich habe jetzt gedacht, wir gehen dran vorbei oder wir hätten ihn verscheucht, weil ich ja drauf geschossen habe. Nein, da greift uns das Viech mit einmal an. Damit rechnet man doch nicht. Von wegen Kinderspiel. Ja, 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 ja. Die ganzen Kinder haben sich an der Stelle in die Hose gemacht. Sie hätten das ganze Spiel mit Pampers verkaufen sollen. Nein, Mama, ich will die Pampers nicht tragen. Mama, Mama, ich brauche die Pampers. Hä? Ah, hier brauchen wir einen T-Rex? Nee, das müsste ein Velociraptor sein. Das müsste dann das Symbol von Velo sein. Von einem Velo. Okay, wir haben mal wieder was in Scheiße gefunden. Ich weiß nicht, wie man mit dieser Frau zusammen sein kann. Freiwillig zusammen sein will.
die geht freiwillig in die Kacke rein. So, Nummer 3 von 4. Hä? Warum erst 2 von 4? Hä? Wir haben doch da hinten auch eins abgeschossen gehabt. Muss mich verarschen. Das müsste Nummer 3. Ah, da ist noch eins. Geh mal weg da. Nummer 3 von 4. Ist noch irgendwo eins? Ich will erstmal mal überprüfen, nicht, dass ich was übersehen habe. Das würde mich ärgern. Nee, sieht aber aktuell nicht danach aus. Okay. Ein bisschen Backtracking. Naja. So. Ach komm. So. Hier hinten sind wir ja zum Glück erstmal safe. Hier kann uns nichts weiter passieren. Hier haben wir alle Raptoren schon verjagt. Beziehungsweise sie haben die Jagd an der Stelle aufgegeben nach uns. Oh Mann. Ich bin zu ungeduldig für solche Stellen. Okay. Ostereier. Minikit. Nice one. Irgendwo ist hier wieder einer. Mann, was ist mit ihr? Achso, sie schleicht dann auch rum. Ich dachte, sie würde jetzt wild durch die Gegend. Ja, wo willst du dich denn da noch verstecken, ne? Na komm. Ach, da kommst du her! Hat der Jem gerade so rumgeschrien oder was sie das? Oder war das der Raptor? War das jetzt gerade der Raptor, der da so geschrien hat? Okay, ich freue mich. Ich bin sehr gespannt, wie sie gleich die Szene umgesetzt haben. Extrem gespannt. Okay, hier brauchen wir sie. Weil nur sie schwer genug ist, um die Steine anzuheben. Oh, shit. Okay. Eine Kralle. Ja. Hm, nein. Das sieht ja fast gar nicht wie eine Falle aus oder so. Nein, nein. Wow! Alter! Ich glaube, das sind die Raptoren, die hier schreien. Ah, verdammt! Was ist das? Okay, erstmal klar, komm, das scheint Bosskampf zu sein, mehr oder weniger. Mann, was kann ich denn hier machen? Schmeißen oder was? Ah, okay, ich verstehe den Sinn dahinter. Alles klar, alles klar, alles klar. Gut. Dann wollen wir mal den Bosskampf beginnen. Also, wir verfolgen, wo geht er lang? Er springt rein. Links. Der Hund meint, ich würde es jetzt... Er ist doch links gewesen! Der ist gut. Der ist intelligent. Na, der Vorteil ist, so sammeln wir noch ein paar Stutz ein. Ja, rein theoretisch müsste er jetzt da rechts sein. Yes! Treffer Nummer 1! Ja, beschwer dich nicht. Nochmal rechts. Yes! Mitte. Los, jetzt! Lauf! 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 Ich weiß nicht wohin, aber lauf! Laufen Sie! Ich hab ihn im Visier. Yo, mit Ziehfernrohr. Anscheinend Level abgeschlossen, Freispiel freigeschaltet. Och man, die schöne Szene war gar nicht drin. Die kommt dann noch. Die kommt in der nächsten Folge. Oh ja. Wir haben wie viel Prozent? Komm, zeig's uns. 98. 93, okay.
Sauerei. Aber wir haben zwei Minikits. Oder drei? Ne, zwei. Na, immerhin ein bisschen was. Timmy Murphy haben wir freigeschaltet. Wir hatten ihn gar nicht dabei. Henry Wu, Jurassic Park, freigeschaltet. Tierärztin im Jurassic Park, freigeschaltet. Aufseher, auch aus dem Jurassic Park, freigeschaltet. Aber warum haben wir jetzt Timmy bekommen? Voll schwachsinnig. Helfer, Faltverdeck, Jurassic Park. Aha, ich muss also meine sauer verdienten Stutz für sowas dann ausgeben. Wir haben den Velociraptor freigeschaltet. Ich darf mit den Velociraptoren rumrennen. Wir können uns ein Velocitaurus machen. Nee. Aber so ähnlich. Oh, wird das geil. Wenn wir so... Wir werden alleine nur damit unseren Spaß haben. So, die ganzen zusammen zu mixen und... Aber das seht ihr erst in der nächsten Folge von LEGO Jurassic World. Ich bin euer Lud1986. Bis dann.